Hallo und herzlich willkommen auf Lorella.de. Schauen uns nun in diesem Video an, wie man die Cramer'sche Regel, die ihr vielleicht in anderen Videos schon gesehen habt, beweisen kann. Nun, in der Mathematik ist es ja immer so, dass man vieles benutzt, aber nur weniges davon beweist. Hier in der Cramer'schen Regel sollten wir aber mal schauen, was eigentlich dahinter steckt, ob das wirklich stimmt, was uns die Cramer'sche Regel gibt. Also schauen wir uns an, wir haben hier ein gleiches System, und zwar mit zwei Gleichungen und zwei Variablen, Variablen x und y. Da wir jetzt allgemein etwas beweisen wollen, müssen wir die Fortfaktoren, die Zahlen, ja, ich verstehe die Zahlen normalerweise, als Variablen schreiben, als Parameter quasi. Da haben wir a1, b1, a2, b2 und als Lösungen c1 und c2. Nun, wie sieht die Cramer'sche Regel hier aus? Wir haben, daraus können wir eine Matrix bauen, die hätte dann die Einträge a1, a2, b1, b2 und als Lösungsspalte c1, c2. Und jetzt können wir ja die Cramer'sche Regel anwenden. Das heißt, wir haben die Determinante der Matrix A. Das war ja die Determinante von der Hauptmatrix hier, ohne die Lösungsspalte. Das ist A1, B1, A2, B2. Davon die Determinante. Das heißt, wir machen hier von links oben nach rechts unten A1 mal B2 minus B1, A2. So ist die Cramer'sche Regel definiert. Wie sieht es aus bei der anderen Determinante, A1, die wir ja auch brauchen, um die Lösung zu bestimmen? Da ersetzen wir die erste Spalte durch die Lösungsspalte. Das heißt, es steht da C1, C2 und B1, B2. Da haben wir die Determinante. Das ist C1, B2 minus B1, C2. Und dann die letzte, die Determinante von A2, da ersetzen wir die zweite Spalte durch die Lösungsspalte, das heißt A1, A2, C1, C2, davon die Determinante A1, C2 minus C1, A2. Und jetzt wissen wir durch die Cramer'sche Regel, dann ist die Lösung x, also das x, das wir hier suchen, ist dann gerade Determinante A1 durch Determinante A. Das heißt, Determinante A1 steht hier C1 B2 minus B1 C2 geteilt durch Determinante A. A1 B2 minus B1 A2. Und die Variable Y entspricht A2 durch A. Das heißt A1 C2 minus C1 A2 durch, was hier steht, A1, B2 minus B1, A2. Und das müssen wir jetzt beweisen. Wir müssen jetzt herausfinden, dass tatsächlich die x und die y genauso sind, wie sie hier stehen. Das heißt, wir könnten ja, um das zu überprüfen, einfach hier die x und y einsetzen und schauen, ob hier oben wirklich C1 rauskommt. Machen wir das mal. Das heißt, hier die erste Gleichung ist einfach dann A1 mal x. X steht hier. Also A1 mal C1 B2 minus B1 C2 durch A1 B2 minus B1 A2 plus B1 Y. Das heißt plus B1 mal, was wir hier als Y haben, das ist A1 C2 minus C1 A2 geteilt durch A1 B2 minus B1 A2. Und das soll jetzt, müssen wir prüfen, ob das jetzt wirklich C1 gibt, wie es hier steht. Rechnen wir das mal aus. Hier multipliziere ich einfach mal die A1 rein. A1 C1 B2 minus A1 B1 C2. Und da wir hier beides im gleichen Nenner haben, können wir den Hauptnenner bilden A1 B2 minus B1 A2. Das heißt, hier schreibe ich gleich weiter, plus B1 A1 C2 minus B1 C1 A2. Okay, jetzt schauen wir mal, was wir da eliminieren können. Wir sehen hier, das haben wir, hier haben wir A1 C1 B2, das ist unterschiedlich, aber hier haben wir tatsächlich A1 B1 C2 und hier steht auch B1 A1 C2, das ist das gleiche.
hier ist Minus und hier ist Plus, das heißt, das können wir streichen. Das heißt, es steht noch da, A1, C1, B2, minus B1, C1, A2, geteilt durch, was wir unten stehen haben, A1, B2, minus B1, A2. So, und jetzt hier oben, was sehen wir? Die C1 kommt als einzige in beiden vor, das heißt, die können wir ausklammern. Da steht also C1, was bleibt übrig? A1, B2, minus B1, A2. Und hier unten steht genau das gleiche, A1, B2, minus B1, A2. Da können wir natürlich diesen Teil hier sofort rauskürzen. Und wir sehen, es bleibt übrig C1, genau das, was wir gewünscht haben. Das ist richtig. Nun können wir natürlich die zweite Gleichung noch genauso überprüfen, indem wir einfach sagen, wir setzen hier wieder A2x ein plus B2y und schauen, dass C2 rauskommt. Funktioniert allerdings ganz genau gleich. Man kann dann wieder den Hauptnenner bilden, C1 ausklammern oder den Fall C2 und kommt dann auch genauso zur Lösung. So kann man also die Cramer'sche Regel, aber nur für den Fall 2 gleich 2 beweisen. Das heißt, wenn wir zwei Gleichungen mit zwei Variablen haben. Bei drei Gleichungen mit drei Variablen ist es ungleich schwieriger, weil der Determinante dann viel größer wird. Und dann hier viel mehr Einträge sind und das wird viel zu unübersichtlich. Das können wir jetzt hier nicht darstellen. Aber es ist auch schon mal ein Schritt zu sehen, es gilt für zwei Gleichungen und zwei Variablen. Schaut doch mal auf der Homepage www.lorella.de vorbei, sucht uns auf Facebook. Dankeschön.